Hallo ihr Lieben, ich finde es unglaublich faszinierend, was wir mittlerweile alles über uns Menschen wissen und auch über das menschliche Miteinander. Vieles davon ist wirklich relativ neu und neu erforscht und hat sich noch nicht so ganz ausgebreitet im Allgemeinwissen. Also wir leben in einer auch deswegen sehr spannenden Zeit, weil wir erst in jüngster Vergangenheit verschiedene Dinge in dieser Klarheit über uns selber herausgefunden haben, die wir jetzt allmählich in die praktische Umsetzung kriegen, und das wird also sehr weitreichende Folgen für uns haben. Das heißt, anders als man oft denkt, ist also der größte Treiber hinter dem Fortschritt eigentlich nicht technischer Fortschritt, also zumindest nicht in einem so alltagssprachlichen Sinne von Technik, sondern eher, man könnte sagen, sozialer Fortschritt tatsächlich. Also man könnte auch wirklich hardcore sagen, sozialtechnologischer Fortschritt. Das heißt, wenn man halt den Technikbegriff erweitert, auch um Sozialtechniken, also im Sinne von, wie machen wir das, welche Verfahren, welche Prozesse. Eine der größten Entdeckungen aus meiner Sicht ist die Entdeckung gewesen, jetzt im frühen 21. Jahrhundert, späten 20. Jahrhundert, was eigentlich gute Teams, gute Zusammenarbeit letztlich fördert und was sie nicht fördert. Also was brauchen wir, um gute Teams zu bilden, um gut als Menschen zusammenarbeiten zu können. Und das wurde erforscht, das habe ich jetzt hier auch schon öfters erwähnt, ich werde es auch gleich nochmal verlinken, ich werde auch einen Artikel drüber verlinken, den ich mal geschrieben habe, wahrscheinlich sogar mehrere. Aber Kurzversion. Was viele nicht wissen, ist, dass die natürliche Tendenz von Menschen, wenn sie in Gruppen sind, tatsächlich ist, sich zu zerstreiten. Das ist die natürliche Tendenz, da muss nichts Besonderes passieren. Die natürliche Tendenz von Menschen in Gruppen ist Streit und Auseinandersetzung. Leider. Ja, das ist nicht schön, aber es muss kein böser Wille, es müssen keine bösen Absichten dazu kommen, es passiert von ganz allein und der Mechanismus ist ganz einfach. Es ist das Prinzip, gleich zu gleich gesellt sich gern. Also in relativ kleinen, selbst überschaubaren Gruppen ist es so, dass nach kurzer Zeit die Leute, die irgendwelche Gemeinsamkeiten haben, zusammen rumhängen und sozusagen sowas bilden wie tatsächlich Abteilungen oder Kleingruppen, also Kleingruppen innerhalb der Gruppe. Und da also sozusagen die menschliche Fähigkeit zur Interaktion zwar nicht prinzipiell begrenzt ist, aber halt auch Ökonomie unterliegt im Sinne von, man hat begrenzte Zeit, begrenzte Kraft, begrenzte Aufmerksamkeit. Wir sind halt Wesen, die in jeder Hinsicht Grenzen unterliegen. Ja, bedenke, dass du ein Mensch bist, dass du Grenzen hast. Ist es halt so, dass jede Interaktion, die wir halt mit bestimmten Leuten haben, wir mit anderen Menschen nicht mehr haben. Das heißt, kurz gesagt, man lebt sich gruppenintern auseinander. Und wenn man also jetzt nur noch sehr wenig Kontakt hat, dann ist es schlicht und einfach so, dass aus den anderen plötzlich die da werden. Und das reicht völlig aus. Es entsteht ein wechselseitiges die da, es entstehen Klischeebilder über die andere Gruppe, mit der man weniger oder gar nicht mehr in Kontakt steht. Und dann entsteht sowas wie Misstrauen, man lebt sich auseinander. Das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr gut erforscht. Wer es gut erforscht hat, ist lustigerweise die NASA. Die NASA hat folgendes Problem. Sie macht ja zumindest immer wieder so Szenarien von Mars-Missionen und die haben dann halt so eine Dauer von 2 bis 3 Jahren inklusive Reisezeit. Und das ist das große Problem. Es gibt keine Exit-Option. Man kann sich das vorstellen wie ein Druckkessel, ein sozialer. Selbst in also sehr intimen Partnerschaften kennen das viele Menschen, dass es also manchmal wirklich sinnvoll sein kann, wenn man aus dem Raum geht oder aus dem Haus geht und dann, wenn man nachdem man sich beruhigt hat, wieder zurückkommt und dann redet. Das ist halt auf Mars-Missionen teilweise schwierig. Es gibt keine Exit-Option. Das heißt, man muss klarkommen. Deswegen hatte die NASA also ein großes, großes Interesse, damit das also nicht am Faktor Mensch oder am Faktor Zwischenmensch scheitert, rauszufinden, was macht denn gute Teams, die richtig gut funktionieren, die richtig gut harmonieren, aus. Also hat man das erforscht und man ist auf Folgendes gekommen. Es sind zwei Faktoren. Einer wird aus meiner Sicht unterschätzt, ein anderer wird überschätzt. Das ist meine persönliche Wertung, aber die beiden Faktoren sind es in jedem Fall. Das eine sind, Faktor 1, der überschätzt wird, ist Leute, die sozusagen wie die Spinne im Netz sind, die zu allen verschiedenen segregierten, also sich gegeneinander abschließenden Gruppen Kontakt haben. Man nennt die dann in dem Artikel, auf den ich mich beziehe, nennt man da so Komiker, Spaßmacher, Geschichtenerzähler. Das sind Leute, die mit allen gut können, die dann, was weiß ich, mit den Techniker-Nerds gut können und die mit den, was weiß ich, Köchen gut können und die mit den, keine Ahnung, irgendwas gut können und mit den, ja, also. Es ist es gibt ja auch andere Trennungen, was weiß ich, altersmäßig, Frauen, Männer. Also wir sind einfach anfällig für uns gleich zu gleich gesellt sich gern zu finden. Und Leute, die dann eben mit allen gut können, das ist so ein Faktor. Wenn es die in der Gruppe gibt, hat die Gruppe eine hohe Chance, dass sie nicht komplett auseinanderdividiert. Die halten sozusagen als menschliche Brückenköpfe das
Gruppe zusammen. Das sieht man übrigens auch in entstehenden Bürgerkriegszuständen ganz gut. Das sind nämlich die Leute, die als erstes Probleme kriegen. Also diese großen Brückenmenschen, diese Versöhner, die eigentlich für Gruppen wahnsinnig wertvoll sind, wenn Bürgerkriege sich anbahnen, sind das die ersten, die draufgehen. Das hat man schon in der Antike beobachtet, dass das so ist. Der Grund ist ein ganz einfacher. Leute, die sich also nicht entscheiden wollen für eine Seite, werden durch keine der beiden Seiten geschützt. Also haben nicht praktisch eine In-Group hinter sich, die sie schützt vor der anderen. Und gleichzeitig werden sie von beiden Seiten angefeindet. Das heißt, wenn man gruppendynamisch denkt, was Gesellschaften, die sich auf Bürgerkriege zubewegen, als erstes tun, ist, sie brechen die Brücken zwischen den Gruppen ab. Und die Brücken sind Menschen. Die werden eingerissen. Und dann kann man sich bekriegen, dann kann man es miteinander ausmachen, wer ist denn der Stärkere, wer unterwirft den anderen und so weiter. Das machen Menschen, wenn sie in Bürgerkriege gehen. Das ist aber nur Faktor 1. Mir scheint viel wichtiger zu sein ein zweiter Faktor, der auch dazu führt, dass Gruppen zusammenzuarbeiten, neben diesen Brückenmenschen, und das ist Veranstaltungen, die die Menschen quer zu ihrer Segregation zusammenbringen. Also, das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Party sein, das kann irgendwie eine Gemeinschaft, andere andersartige Gemeinschaftsaktivität sein, Sport oder so irgendwas. Aber wichtig ist, dass dort nicht wieder gleich zu gleich gesellt sich gern, sondern Leute, die also normalerweise wenig im Alltag miteinander zu tun haben und also auch vielleicht schon misstrauisch sind gegeneinander, wenn die miteinander durch eine andere Form von Aktivität in Kontakt kommen, in unmittelbaren Kontakt, hält das die Gruppe zusammen. Dann entdeckt man nämlich Gemeinsamkeiten, die man nicht vermutet hat. Was weiß ich, auch du magst diese Musik, auch du magst dieses und jenes Essen nicht, auch du hast ein kleines Kind in dem und dem Alter, ja, oder historische, auch du hast das und das erlebt in deiner Vergangenheit, hätte ich ja gar nicht gedacht. Man entdeckt plötzlich Gemeinsamkeiten, wo man sie nicht vermutet hätte und das schweißt Gruppen zusammen. Dazu braucht es nur eins: Begegnung, beständige, immer wieder Begegnung quer zu der Segregation, die immer stattfinden wird. Also wir tun uns einen Gefallen, wenn wir als Gesellschaft diese Segregation akzeptieren, weil sie ist menschlich. Das Prinzip gleich zu gleich gesellt sich gern ist menschlich, es ist unausschaltbar. Ich würde eben sagen, das ist das Prinzip, das dem privaten Raum zukommt. Im Privaten machen wir das. Der politische Raum ist der Raum, der dafür da ist, dass wir diese Segregationseffekte auffangen und einbetten. Das heißt, wir brauchen eben eine Begegnungsdemokratie als Institution, als feste Form, wenn wir als Gesamtgesellschaft zusammenhalten wollen. Weil was, wenn wir eins mittlerweile auch wissen, dann ist es, diese Brückenmenschenfunktion reicht in Großgesellschaften nicht aus. Die funktioniert in Kleingruppen ganz gut, also in kleinen überschaubaren Teams, in Familien, in Nachbarschaften. Wenn es diese Brückenmenschen gibt, wunderbar, ist nichts gegen zu sagen. Die Annahme, dass diese Brückenmenschen ganze Großgesellschaften zusammenhalten könnten, ist naiv, weil deren Leistung ist ja in unmittelbarer Beziehung, in Unmittelbarkeit. Und unmittelbare Beziehungen, die noch Beziehungen sind, das ist in jedem Fall begrenzt. Also man muss sich nicht immer auf diese Dunbar-Zahl berufen von 150 Leuten, was wir noch als Beziehung empfinden, circa. Also dass da die zahlenmäßige Grenze ist, das muss nicht die Dunbar-Zahl sein, aber irgendwo ist die Grenze. Und auf jeden Fall sind unsere Großgesellschaften jenseits dieser Grenze. Das heißt, ein Prinzip, das in Kleingruppen super funktioniert, gesellschaftlicher Zusammenhalt über Brückenmenschen, guter Teamzusammenhalt über Leute, die halt diese verschiedenen Gruppen hindern, völlig auseinanderzudriften, diese Versöhner, diese Vermittler, diese Mediatoren, ein Prinzip, das in Kleingruppen super funktioniert, funktioniert in Großgesellschaften nicht. Und das bedeutet, dass wir nur Option 2 haben. Option 2 ist, es müssen die Leute immer wieder zusammenkommen, quer zu ihren natürlichen Segregationen. Wie gesagt, das ist ein natürlicher Prozess, ist völlig normal für Menschen, nichts ist an Menschen verkehrt, es ist einfach Ökonomie, es ist angenehmer, mit Menschen zusammen zu sein, die einem halt ähnlicher sind, und anstrengender, mit Menschen zusammen zu sein, die ganz anders sind als man selber. Das ist einfach völlig normal und menschlich. Das ist eine natürliche Tendenz. Was wir aber brauchen für gutes Zusammenleben, ist tatsächlich etwas Künstliches, nämlich künstliche Formen der Zusammenkunft quer zu diesen Segregationsphänomenen. Also quer zu Region, quer zu Geschlecht, quer zu Alter, quer zu Beruf, quer zu Schichtzugehörigkeit, also Einkommen und Vermögen, quer zu verschiedenen anderen Dingen, quer zu verschiedenen Lebenserfahrungen, quer zu verschiedenen Hintergründen. Diese Form der Zusammenkünfte hält eine Gesellschaft zusammen und zwar nichts anderes. Das wissen wir mittlerweile. Das ist aus meiner Sicht gesichertes sozialpsychologisches Wissen. Es ist halt relativ neues Wissen aus dem 20. Jahrhundert und frühen 21. Jahrhundert und deswegen haben wir es noch nicht inkorporiert. Also es ist weder in unserem Bewusstsein voll angekommen, auch in meinem nicht übrigens. Ich muss das auch immer wieder in Erinnerung rufen. Also ich vergesse das selber immer wieder, obwohl ich ständig drüber rede. Und das Zweite ist, wir haben es halt nicht institutionalisiert. Wichtig wäre die Institutionalisierung, weil da müssen wir es nicht im Kopf behalten, dann arbeiten praktisch unsere Institutionen dafür, dass wir es erleben. Und das ist sehr viel hilfreicher als Bewusstseinsarbeit. Erleben ist immer besser als Reflexion. Ja,
Das wissen wir auch mittlerweile aus der Psychologie. So, damit lasst es gut sein. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, lasst uns zusammenfinden, quer zu unseren Unterschieden, die wir wunderbarerweise haben. Aber lasst uns begreifen, dass wir das nicht privat leisten können, sondern dass wir das politisch machen müssen. Privat ist eine Überforderung. Privat ist dieses Prinzip am Werk, gleich zugleich gesellt sich gern. Und es wird immer am Werk sein, egal ob uns das passt oder nicht. Egal ob wir das gut finden oder schlecht finden, es wird passieren. Das ist eine Realität des Menschen, eine Realität des menschlichen Lebens, eine Realität des menschlichen Zusammenlebens. Von dieser Realität sollten wir ausgehen und darauf können wir aufbauen und aufsetzen, indem wir eben künstlich Formen von Zusammenkunft quer zu diesen Segregationsphänomenen institutionalisieren, verfassungsmäßig. Ceterum censeo, Demokratiam, esse sortiendam.